Tag 4, Sunrise in 6 Days. Okay, dann gehen wir nochmal raus. Nochmal darüber, um 8 Stück einzusammeln. Ah, geht schon viel schneller, wenn wir wieder ein bisschen... ...wacher sind. Provisions needed. Wieder zurück, build the kitchen. Eine Küche. Ja. Können wir da ein bisschen was kurz ummodeln? Damit wir da irgendwie nicht zwei Fahrstühle haben, das ist irgendwie weird. Okay, das geht nicht, schade. The Womb. Ich glaube, das brauchen wir nicht so oft. Okay, die Küche braucht 4 Stück. Doof. Dann halt so. Also wir könnten das hier hinbauen. So viel besser. Egal, lassen wir das. Prepare 6 Mush Meals. Nope. Die Küche war jetzt hier links. Nee, war sie nicht. Da. Food. You consume one meal each day. Meals can be prepared in the kitchen. Okay. Hat schon ein bisschen was von Lebenssimulator irgendwie. Wenn man da alles selber machen muss und die Zeit vergeht. Prepare 6 Mush Meals. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja gut. Okay, das nehmen wir noch mit. So, start the engines in the command center. Das command center war jetzt links von unserem Schlafraum. Oder? Nope. Das Schaf. Das ist das Command Center. Ja. Okay, Base Navigation. Test Engines. The Emergency. What just happened? Turn the lever in the machinery. Do this to me now. Wo ist die Machinery? Da. Emergency lever. Okay, that's sorted. Let's give it another go. Sollte eigentlich nebeneinander sein. What?
The emergency continues. Ah, shit. You have got to be kidding me. Call any corp. Just my luck to be stuck in a junkyard. Ich verlaufe mich hier die ganze Zeit. Da. Wieder mit Unknown. Hey, you still there? I really need your help. I can't get out of here. I did everything according to the manual, but there's a malfunction I can't fix. I just don't know how. Rapidium, Xavier. I need to check data consistency and QC modules. Rapidium can save you, check data consistency. Only the captain has access codes to the quantum computer. Man, that was easy. Wieso kann die Person uns Access geben? Der Quantum Computer war jetzt ganz oben. Yes. Analyze data from mind records of the crew. Accessing UC stored data. What is this? Mind records. Deleted. Von allen außer uns. Slots 3 Stück. Select live events. What the fuck? Early childhood. Growing up. Turning a blind eye. Okay, das hört sich spannend an. Mit 15 Jahren. Another shitty day at school. You're taking the longer route home. Hey, what's that fight about? The boy shouts for help. He's looking straight at you. You should intervene, but the fear. No, better not get involved. Run back home one day. You'll get out of here. You have to. Wishing to escape. At the crossroad. You open the envelope with trembling hands. It's a good college, and it's close to home. You could visit mom regularly, alter das Wort, and get a good education. You tear the paper and see the results. No, not good enough. The only place that wants you is 100 miles away. You'd have to leave mom alone with him. Moving away, too far from home, seasonal shop, too late to say goodbye. You missed it, the moment she collapsed, the ambulance taking her to the hospital. It all went so fast, you missed the opportunity to talk to her when she was still conscious. You're back home now, but what difference does it make? You fucked up, it's too late to say goodbye. Meeting Lena, moving in together, new opportunities, leaving the university, the purgatory of 9 to 5.
Dreamhouse when the crisis hit. Trudging back up the hill. Lena's Great Chance. Also ich werde das auf jeden Fall alles lesen, sobald die Version in Deutsch verfügbar ist und sobald das Spiel draußen ist, weil das jetzt alles hier in Englisch zu lesen, würde lange dauern. Und wahrscheinlich würde ich nicht unbedingt den ganzen Zusammenhang verstehen. Losing Lena. Learning about the mission. Help us make a change. A space mining mission. Also mit 34 Jahren ist er dann hier zu dieser Ally Corp gekommen. Project Dolly. Okay. How did they get it, and what for? Contact Ally Corp. So wir haben eigentlich hier gerade die ganze Lebensgeschichte von ihm gesehen. Und wenn die anderen noch leben würden, würden wir wahrscheinlich auch ihre Geschichten sehen können. Was leider nicht der Fall ist. Und wieder ein Call. Hey. Ins Ungewisse. I checked the quantum computer. What the fuck? Mind records? What the hell are you doing? With that data, it's got everything. My whole life exposed. No. No, I want answers. Shit. What do you want with it? Aber was soll uns das jetzt eigentlich helfen, die ganze Base zu bewegen? No way. I'm not messing with that shit. You're in imminent danger. Only one time remaining to survive. Okay, okay, I get it. What is this procedure? What exactly will be branching? This is on you. You what? Is that your whole answer? Create altar. Altar? Alter what? Ich glaube, da fängt das Spiel dann wahrscheinlich erst richtig an. My life? Okay. You mean as in... Okay, wait a minute. You're not suggesting I use Rapidium to create a someone and alter their mind. That's not what you're saying, right? All right. How about my other options? You jerk. I don't have other options, do I? Initiate branching procedure in the QC. Und hier werden wir wohl uns wahrscheinlich jetzt anfangen zu klonen. Branching Procedure. Ich lasse es einfach.
Ihr wisst, was passiert. Analyzing life path. What is it doing? Searching for the branching point. Abzweigungspunkt. Possible branching detected. I remember that alternate life path. Calculating. So this is what the branching is about? Okay, sprich. Wie wir alle wissen, hat ein Leben oder viele Leben oder dein Leben, mein Leben, unsere Leben, viele Punkte, bei denen ein Abzweig vielleicht in eine andere Richtung gehen würde. Und wahrscheinlich ist das jetzt hier eben der Fall bei Staying at Home. Wenn er zu Hause geblieben wäre, wäre er dann wahrscheinlich ein Technician geworden. 50% Effizienz when doing base maintenance. Alterate. Weil in der Gegenwart ist er von zu Hause weggegangen und jetzt, wenn er zu Hause bleibt, staying at home, you lock the door to your room and turn the music up. You're so fed up with this, with his constant shouting. Is this what you rejected college for? Putting up with his frustration and drunkenness? You told yourself you'd take care of mom, but he's not making it easy. Maybe next time you should just lock the door for him. But what would mom say? Und so entstehen dann seine Doppelgänger, könnte man sagen. Und um das geht's ja hier. In diesem Game. Denn wir treffen immer wieder auf uns selbst, aber in einer anderen Form. The Alters. Und das macht das Ganze so interessant. Durch jede eigene Klonung haben wir dann andere Fähigkeiten, mit der wir wahrscheinlich unser Überleben sichern können und vielleicht zurück auf die Erde fliegen können, wer weiß, was uns da alles erwartet. Aber ich glaube ziemlich viel